Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mindfaction 2. Ja, in der letzten Folge ist es leider Nacht geworden. Wir wurden ein bisschen von Monstern überrascht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so. Oh, ich brauche hier noch ein paar, ne, hiervon, Blöcke. Und wir können hier jetzt mal in Ruhe weiterbauen. Vor allem habe ich jetzt auch gerade noch das Ding, dass wir, oder dass ich jetzt hier noch die Decke ein bisschen rauszimmern müsste. Da will ich gleich mal damit anfangen. Oh, guck mal, hier ist sogar... Ach, das ist hier quasi die Ding von oben. Also halt unsere kleine, ich würde es mal nennen, Fischfarm. Also das kleine Aquarium. Unser Wassergarten, den wir hier in der Höhle unten haben. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt jeweils dann natürlich auch noch einen... Stein immer eingesetzt bekommen. Ich glaube aber fast, da werden die wieder nicht reichen. Da muss ich nochmal neuen jizzeln. So, so. Zack. Okay. Und hier drüben auch noch. Aber das ging jetzt dann doch relativ schnell, weil ich habe jetzt dann eigentlich schon fast den Gang hier fertig. Beinahe, würde ich fast sagen. Den schaffen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge, wenn wir nicht wieder von irgendwelchen Dingen überrascht werden. Das wäre nicht so schön. Und dann haben wir auf jeden Fall auch schon so einen Ausgang. Wobei wir dann natürlich auch noch eine Tür oder irgendwie was in der Art brauchen. Das will ich gar nicht vergessen. Hoffentlich. Ich vergesse es hoffentlich nicht. So, so, so. Und dann setze ich einfach Gegentreppen ran. Okay, jetzt ist es auch schon wieder leer. Das heißt aber, wir haben noch ein bisschen mehr Kobbel. Das heißt, da so machen wir einfach Klack. Oh, ich liebe dieses Gechisel, ne? Ich finde das so cool, dass es das gibt. Hier können wir auch einfach mal dicht machen. So, so, so. Okay, wunderbar. Diesen einen Block werden wir vermutlich nicht wegbekommen, oder? Ich hau den jetzt mal notfalls ganz kurz. Hä? Wo sind wir denn da? Ich weiß es gerade gar nicht. Hä, und wo ist dieses Gejohle vom Zombie? Zombie? Das hört sich immer so krass nah an. Ah, aber wir haben gerade schon dieses Höhlengeräusch gehört, ne? Das heißt, hier ist vermutlich irgendwo eine Höhle. Wo der drin ist. Hier irgendwo. Und guck mal, das fällt doch gar nicht auf, wenn hier einfach so ein Block ist. Ist der wahrscheinlich über uns, ne? Oh Mann, ist das nervig. Vor allem, das ist so laut gerade irgendwie. Oh Mann. Naja, wie dem auch sei. Kannst du mal aufhören, hier so laut rumzujohlen, bitte? Dankeschön. Bist gerade auch nur ein bisschen nervig. Wenn ich jetzt die Gegentreppen hinpacke, dann kommt mir noch bequem runter, ne? Ja, okay. Gut. Dann habe ich dieses Ziel auch schon wieder erreicht. Das ging sehr fix. Sehr fix, fix. Und die Treppen setzen sich schon wieder nicht richtig. Und oben gucken wir dann mal, wie wir den... Hallo, Treppe... wie wir den Ausgang gestalten. So. Haha. Na also. Solange es nicht Nacht wird. Es wird keine Nacht, oder? Nein, noch nicht. Ist auch alles soweit in Ordnung. Hier die Holztreppen würde ich dann auch mal wegnehmen und hier noch ein bisschen höher gehen mit diesem Konstrukt. So, so. Und uns hier dann vielleicht so einen kleinen Raum machen einfach. Also, dass wir... Warte, ich habe doch irgendwo eine Axt noch rumfliegen. Weil das mit diesen Holztreppen bringt sie jetzt nicht mehr unbedingt. Wir müssen auf jeden Fall nach dort oben noch kommen. Und das müsste auch so funktionieren.
auf jeden Fall. So und so. Dann sind wir auch schon oben. Genau. Und können hier die Wand einfach mal ganz getrost nach oben weiterziehen. Entsprechend so. Und hier oben machen wir dann einfach eine Tür hin oder sowas in die Richtung. Warte, hier brauche ich dann auch wieder Treppe. 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 Okay, wir müssen noch höher gehen. Treppe. Und jetzt habe ich keine Dinger mehr. Doch, ich hab noch Treppen, aber ich habe keine Koppels mehr. Wer hätte das gedacht, dass ich das mal sage? Und vor allem brauche ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Holz dann. Na gut, dann laufe ich einfach mal runter. Hier habe ich keine gechiselt. Nee, habe ich nicht mehr. Okay. Das mache ich dann einfach von unten. Beziehungsweise nicht direkt von unten, sondern ich hole mir einfach mal Zeug. Und dann baue ich auch gleich mal eine Tür, die wir dann gleich einsetzen können. Dark. Oh, kann mir noch eine Tür rumfliegen? Nee, sieht fast nicht so aus. Ich meine, wir haben ja nie eine Tür gebraucht oder so. Das ist einfach alles nur... Weißt du was, wir nehmen hier jetzt einfach mal Redwood. Redwood sieht ziemlich cool aus. Ich meine, es ist rot. Also es ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. So, kriegen wir da jetzt 3 Türen raus. Okay, das sieht ja interessant aus. Aha. Und ein bisschen Kobbel, hatte ich gesagt. Da haben wir ja auch mehr als genug. Wobei, das sind die anderen. So, okay. Kann ich gleich mal chiseln. Und zack. Sehr gut, jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Wobei ich jetzt schon weiß, dass ich vermutlich die Hälfte vergessen habe. Wie es eben immer so kommt. Oh, und es wird schon wieder Nacht. Ja, wunderbar. Okay, pass auf, dann setze ich jetzt gleich mal hier die Blöcke. Weil ich jetzt echt überhaupt keinen Bock drauf habe, von Monstern mal wieder überrascht zu werden. Und vor allem von hier aus muss ich auch noch welche setzen. Hier einmal. Da unten einmal. Und von außen können wir es dann später noch schöner machen. So. Einmal kurz die Türen. Zack und zack. Sieht doch irgendwie ganz nett aus. Wo ist denn jetzt meine Spitzhacke? Hier. Ihr müsst natürlich noch ein bisschen höher sein. Entsprechend so. Und dann machen wir hier noch schön dicht. Haha, so wunderbar. Und jetzt dürfte hier uns nichts mehr sofort überraschen. Ich könnte hier nochmal kurz eine Fackel hinhängen. Oder hinlegen, einfach mal, damit wir hier auch ausgeleuchtet haben. So, finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Finde ich ziemlich cool. Jetzt frage ich mich gerade nur noch, ob wir hier entweder Kobbel einfach machen. Oder ob wir hier vielleicht sogar Holz hinlegen, verlegen. Hierhin verlegen. Kann ich mal bitte 1, 2... Und hier drüben. Zack. Könnte man nämlich hier so Stämme. Das sieht irgendwie auch ganz cool aus, oder? Ja, ich weiß nicht. Hab schon wieder so voll gekramt. Das Inventar. Aber das hier möchte ich ganz gerne trotzdem noch schnell machen. Genauso wie die 2. Da muss ich mir ganz kurz mal Platz für die Türen machen. Damit ich die dann gleich wieder setzen kann. Oh, das war etwas falsch. Beziehungsweise ist es eigentlich ganz cool, wenn man das so von der Seite hat, ne? So. Türen. So. Und so. Okay, und dann ist unser Eingangsbereich hier auch relativ fertig. Würde ich sagen, kann man erstmal so lassen. Die Fackel hänge ich jetzt auch mal dahin. Und jetzt kann von hier oben auch schon mal nichts mehr kommen. Das ist sehr, sehr schön. So. Finde ich cool. Hier fehlt noch eine Treppe.
Das sieht hier noch ein bisschen doof aus, aber zack, zack. Und schon haben wir das auch erledigt. Wunderbar. Boah, mir ist gerade irgendwie so ein bisschen kalt. Entweder ist es dieser Monstersturm oder Ansturm, den wir hier gerade erwartet hatten. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich hier gerade zu Hause sitze und nicht in dieser Höhle. Also wie hier in Mindfaction. So. Okay, pass auf. Oh Gott, was habe ich schon wieder für Zeug dabei? Dich brauche ich jetzt gerade mal nicht. Was ich brauche, sind diese Teile hier. Und das Holz kann ich auch erstmal wieder da reinpacken. Das und das auch. Dieses Kopperzeug brauchen wir eigentlich nicht wirklich, ne? So. Das ganze Zeug kann ich mal verbrennen. Das braucht auch niemand. Hinfort. Komisches Gehirn. Granit. Okay. Zu mit dir. Was ich noch gebrauchen könnte, ist ein bisschen... Achso, ich habe noch ein paar Äpfel. Aber dann brauche ich frisches Essen. Gucken wir mal, was wir da noch so haben. Wir haben noch ein bisschen Fisch. Ja, okay, den nehme ich mir jetzt einfach mal. So. Okay, nächstes Projekt. Also wir haben jetzt die Treppe nach oben fertig. Die Treppe hier nach unten würde ich auch so gerne noch schön machen, aber das habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Deshalb würde ich fast sagen, dass wir die Baumfarm hier unten wieder anlegen. Ebenso wie einen Gang, der dann später rüberführt zum Zauberraum. Das ist natürlich jetzt hier Kies. Warum auch nicht? Ich hoffe mal, dass jetzt wenigstens keine krassen Silberfische mehr spawnen. Warum mache ich das eigentlich nicht mit meinem Hammer? Keine Ahnung. Achso, und was ich mit den Steinen ja eigentlich machen wollte, war hier vorne noch die eine Ecke hier schön. So und so. Hier fängt sie auch da an. Okay, dann passt schon. Dann passt es doch ganz wunderbar, ganz ausgezeichnet. Hier machen wir mal noch eine Fackel hin. Symmetrie und so. Und genau. Dieser Raum, ich weiß noch nicht so richtig, wie das werden soll. Ich würde fast sagen, dass wir hier dann... Gehen wir hier schon rüber? Zum Zauberraum? Oder machen wir das dann... Machen wir eine andere Abzweigung? Ich glaube, ich gehe hier schon rüber. So, und wenn wir hier dann nämlich rübergehen... Knock, 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 knock. Nein, nicht so. Was macht es denn hier schon wieder? Ich weiß es nicht. Dann brauche ich hier wieder anderes Zeug. Und jetzt muss ich mal schauen. Natürlich. Ganz ausgezeichnet. Meine schöne Spitzhacke. Habe ich noch irgendwo eine andere schöne Spitzhacke? Ich brauche eine schöne Spitzhacke. Das sind alles keine wirklichen Schönheiten hier. Moment, was war das hier? Eine Stahlspitzhacke. Ich habe keine Ahnung, wie diese funktioniert. Mal gucken. Schwupps. Und dann muss ich mal gucken, ob wir überhaupt auf einer Höhe sind hier dann, ne? Ja, die geht doch auch ganz gut. Ich würde mich da jetzt einfach mal hier ein bisschen reingraben und dann von der anderen Seite auch mal graben. Setz hier mal kurz eine Fackel. Ich meine, so weit dürfte es eigentlich gar nicht gehen. Und dann grabe ich nämlich mal von hier drüben. Auch etwa so von der Mitte, würde ich sagen. Wenn man sagt, man geht hier drei rein. Oh, natürlich. Wie mich die nerven. Das Coole ist halt, dass die direkt ins Wasser fallen, ne? Ja,
Hallo? Sind jetzt lauter? Nee, das sind nochmal welche. Oh Mann. Ich hasse Silberfische. Sie sind so nervig. Und ich brauche gar keine Level. Ich weiß, wenn man Level braucht, dann ist es vielleicht ganz cool. Aber wenn man keine braucht, dann sind die einfach nur echt nervig. Ach, guck mal, sind wir schon da. Siehst du, ist gar nicht mehr so krass hier. Oh ja, ist ja gut. So. Okay. Wo kommt denn jetzt schon wieder dieses Gejohle her eigentlich? Naja, mir egal. Und dann geht's hier noch lang. Dann haben wir hier einen wunderschönen Dreiergang. Ich hau dir jetzt einfach genau mit meiner Fackel kaputt. Ja, kommst du denn her? So. Genau. Ich habe noch einen Apfel zum Verknusern. Und dann brauche ich hier ein bisschen, ein wenig Fisch. So. Gut, gut. Fackel, du kommst mal weg. Vorerst. Und dann haben wir schon mal den Weg angelegt. Du hier kannst auch wieder weg. Dich baue ich nämlich hier wieder dicht. Obwohl, ich hänge die Fackel mal kurz dahin, weil ich den Weg gleich mal anlegen werde. Ich brauche echt Hotkeys, ne? Glaube ich. Warum sind das denn so viele eigentlich? Ist da wieder irgendein komisches, gutes Ding dabei? So ein starkes Viech? Das Ding ist halt, man merkt auch gar nicht mehr, wann man so einen Silberfischstein abbaut, weil das alles so schnell geht. Also sonst merkt man ja immer, wenn der Stein sich so ein bisschen schwerer abbauen lässt oder so, aber jetzt... Oh Gott, jetzt ist das so ein komisches Ultraviech da. Geh weg. So ein komisches unsichtbares Ding. Hallo? Stirbst du mal? Ich sehe da noch nicht mal. Okay, ich gehe mal lieber. Tschüss. Jetzt sehe ich's. Hä? Kann es sein, dass es gerade da war? Keine Ahnung, ich gehe mal eine Runde im Kreis, dann müsste es ja wieder despawnen. Hat gerade ein bisschen geruckelt, okay. So, jetzt müsste es eigentlich weg sein, hoffe ich mal. Bist du weg? Ist gut, Zombie. So, du bist doch weg, ne? Ja, genau, du bist weg. Perfekt. Ach, siehst du, ich hätte gleich eigentlich Steine mitnehmen können. Ah, daran denkt man natürlich wieder nicht. Oh, schon wieder so ein dummes. Ja. Ach, guck mal, habe ich eine Spitzhacke rausbekommen? Nee. Eine Hoe? Habe ich eine Hoe rausbekommen? Kann das sein? Okay. Warum auch immer? Ich habe keine Ahnung. Es ist nett. Ganz nett. Eine Hoe. Brauche ich zwar nicht, aber hey, immerhin. So. Was ich brauche, ist Holz. Und zwar Dark Oak. Da haben wir jetzt nicht mehr wirklich viel. Wird echt Zeit, dass ich so eine Baumfarm wieder aufbaue. Und was hatte ich noch gesagt? Ach ja, hier die... Diese hier. Warum ich übrigens dafür so Slabs verwende und keine ganzen Steine, ist ganz einfach. Es ist sparsamer. Und in diesem Bereich unten drunter kann eh nichts spawnen. Das heißt, es macht momentan mehr Sinn, solche Halbdinger zu verwenden. So, mal gucken, ob hier jetzt wieder solche doofen Ultra-Dinger spawnen. Nein, danke. Das ist schon mal gut. Und hier drüben wäre es schön, wenn da jetzt auch keine mehr sind. Dankeschön, Dankeschön. Okay, dann sieht man auf jeden Fall schon wieder, wo die Sache hingehen soll, hoffe ich mal. Ich meine, wir brauchen jetzt schließlich auch keinen krassen, riesengroßen Verzauberungsraum hier drüben mehr. Der Einzige, der hier wirklich noch aktiv verzaubert, ist eigentlich Flo. Von daher macht es keinen Sinn, hier jetzt groß
irgendwie was anzulegen. Natürlich erstmal Fackeln abschlagen. Das macht Spaß. Aber auch gleich wieder hinsetzen. Ich glaube, das hier drüben war noch ein Silberfischstein. Deswegen lasse ich den gerade erstmal. Nur noch nicht mal. Okay. Wir hören aber Lava die ganze Zeit, ne? Ist das die Lava, die hier beim Verzauberungsraum ist, oder ist das eine andere? Bin mir gerade auch gar nicht so sicher. Aber nicht so schlimm. Okay. Hier können wir gleich wieder die Wände... was mache ich denn? Die Wände chiseln. Und zwar 7. Mal gucken, wie weit das reicht. Ich weiß noch nicht, ob wir dahinter noch irgendwas machen, aber generell ist es ausgeleuchtet. Das heißt, da kann jetzt auch nichts groß spawnen. Und dann passt es schon. Hier könnten wir dann natürlich auch wieder von diesen Büschen was anlegen. Ja, die Frage ist, ob man das halt dann möchte unbedingt. Ja, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Und hier als Decke würde ich dann auch gerne wieder so was nehmen, also naturmäßig. Das Ding ist, ich habe da gerade gar nichts da, ne? Wie ist denn das hier drüben eigentlich? Eigentlich müsste ich es so machen. Aber nee, passt schon. Machen wir so eine Dreierbreite einfach und dann passt das. Dann ist es okay so. Okay. Jetzt aber ein wenig geschmolzenen Stein. Kann man eigentlich Stein auch einschmelzen? Ich weiß es gar nicht. Und ich sehe gerade, dass die Zeit schon wieder davonläuft. Das heißt, das werde ich dann mal in der nächsten Folge tun. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.